Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg in die Berge und zwar machen wir tatsächlich heute eine neue Wanderung. Ich bin sehr gespannt. Kann sein, dass wir nicht ganz ankommen, kann sein, dass wir umdrehen müssen. Erstens wegen Wegbeschaffenheit, zweitens, weil mein Fuß heute Probleme macht. Wir werden sehen, aber jetzt fahren wir erstmal hin. Ich habe uns noch fürs Frühstück eine Frühstücksbox gerichtet und Kaffee haben wir natürlich auch dabei. Wundervoll. Wir haben für jeden einen Toast dabei, sozusagen, beziehungsweise zwei, also einen Toast-Sandwich. Einmal getoastet mit Frischkäse und einmal ungetoastet mit Salat und Schinken. Wir starten in Unterjoch und unser Ziel ist hier. Da ist nämlich Sorgschrofen und Zinken. Und unser Hauptziel ist der Zinken. Theoretisch kann man dann noch rüber zum Sorgschrofen, aber da erzähle ich euch dann vor Ort mehr. Weil da gibt es nämlich eine ganz besondere Besonderheit. Bin jetzt mal gespannt, wie es läuft mit dem Laufen, weil ich habe nämlich Fußprobleme. Ich habe mir nämlich gestern, wo wir in München waren und ziemlich viel gelaufen sind, eine richtig schöne fette Blase gelaufen. Und zwar so richtig geil unter der Hornhaut am Fuß. Das ist so semi-gut. Da freue ich mich so mittel drüber. Deswegen tut jetzt jeder Schritt, wo ich hier laufe, ein bisschen weh. Aber es tut noch nicht weh genug, als dass ich nicht laufen gehe. Hier am Anfang der Tour sind wir auf einem geteerten Weg am Rande der Ortschaft hier im Unterjoch unterwegs. Sehr gemütlich, gemächlich bergauf. Aber die Vorwarnungen waren schon da, dass es dann irgendwann abrupt enden wird. Und dann wird es richtig gebirgig und auch steiler. Und ich bin hart gespannt, wie es dann laufen wird. Es ist trotzdem total schön, weil man einen wunderschönen Ausblick hat auf die umliegenden Berge. Also man kann so ein bisschen schauen, welche man alle so kennt, welche man entdecken kann. Das ist irgendwie auch immer ganz nett, während man hier läuft. Das da hier ist übrigens der Ponten. Hier unten liegt Zilliseck. Das ist Rodenspitze. Rodenspitze wollen wir selber mal dieses Jahr noch machen. Und da hinten geht es gerade hoch zum Geißhorn. Eine unglaublich interessante Tour, die wir auch schon öfters gemacht haben. Also mit dem Domi zusammen oder auch mit meiner Mama zusammen. Und davon existieren tatsächlich auch Tourenberichte. Die packe ich unten in die Videobeschreibung mal rein, wenn ihr Interesse habt an den Touren. Falls du mal wieder dran denkst und ich wieder vergisst, da haben wir ein gewisses Talent dafür. Ja, ja. Wenn ich es vergesse, gib Bescheid. Dann trage ich das nach. Gib mir Mühe. Jetzt geh du mal lieber gucken, ob wir da vorne richtig sind. Da vorne ist schön. Wir müssen bestimmt links da vorne. Tja, wenn ich meine, der Weg hört abrupt auf, dann meine ich, er hört abrupt auf. Aber es geht weiter nach da. Ist es nicht so unoffensichtlich, wo es weitergeht. Aber das sieht man erst, wenn man da steht. Davor sieht man gar nicht diesen Trampelpfad links rüber. Und von unten denkt man sich voll so, hä, wo geht es da hin? Ja, bevor es da hinten in den Wald geht übrigens, ist so der nächste Abschnitt. Gibt hier noch ein kleines Bänkli, wo man so richtig gemütlich Pause machen kann und was trinken kann bei wunderschöner Aussicht. Alter, das wirkt wie so ein Photoshop Postkarten. Und ja. Du kannst dich immer auf dem Bänkli setzen. Postkartenmotiv. Ja, servus. Was willst du denn? Okay. Aber er ist voll süß. Ja, der glänzt ganz. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Aber er ist irgendwie. Ne? Willst du nicht vielleicht irgendwie auf die Dume oder so? Nein. Ah, wundervoll. Der Pfad hier, abseits von Teer und Zivilisation, bietet uns hier den schönen Weg durch den Wald. Mäßiger Steigung, merkt man schon ein bisschen, aber immer noch schön einfach. Haben wir hier ab und zu mal ein kleines Schild und ansonsten diese typischen rote Punkte, was ihr vielleicht erkennen könnt. Und die weisen uns den Weg hinauf. Ich laufe einfach am Schatzlein hinterher, wenn ich ehrlich bin, aber ist auch schön. Ein Stück weit, nachdem wir Serpentinen im Wald hoch zu uns zurückgelegt haben, wandelt sich der Weg in so einen typischen Bergweg, der einfach auch so dafür da ist, Höhenmeter zu machen. Schmal, am Hang und in der Sonne. Das heißt, es wird ordentlich warm. Aber Schwitzen gehört am Berg halt nun mal dazu. Und ich freue mich, dass das Wetter einfach so gut mitmacht heute. Da gehen wir jetzt einfach entlang und dann müssen wir eigentlich so nach einer Weile oben am Grat obendrauf ankommen. Und dann müssen wir dann eigentlich so Richtung rechts weitergehen zum Gipfel.
Epischer Gradmoment. Ich finde, es ist immer was Besonderes, wenn man dann so die Aussicht auf die andere Seite das erste Mal sieht. Mit ganz viel Schweiß, zum Glück noch keinen Tränen, haben wir es jetzt hier hochgeschafft. Wir haben es echt ein bisschen schwer getan bisher. Also bei mir geht es echt so in der Form. Aber es ist echt heiß, es ist schwitzig, unglaublich. Aber hier am Grat, wo es uns nur in eine Richtung zurück zeigt, aber da wollen wir natürlich noch nicht hin, geht es ein bisschen, ein schönes Lüftchen, ist es ein bisschen freier. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mal nur einen ganz kleinen Einblick mal vor. Das war ein Stacheldraht am Ding. Hi. Ich bin sehr gespannt, was zukommt. Ja. Und weniger aufgerissene Finger. Hi. Ja, hier geht es weiter über ganz schön und gerade entlang. Und die letzte Stelle, kurz vom Gipfel, ist seilversichert. Die schauen wir uns dann jetzt gleich vor Ort noch an. Die ersten kleinen mini-seilversicherten Stellen kommen auch schon. So dass man merkt, dass man so langsam, aber sicher dem Gipfelaufbau näher kommt. Wir stehen jetzt hier vor der Schlüsselstelle, sage ich mal. Also vor dem letzten Stück, wo man einfach hoch muss Richtung Gipfel, wenn man wirklich zum Gipfel möchte. Es ist, ich überlege mir bei solchen Stellen immer ganz bewusst, weil ich habe ein exorbitant höheres Talent, irgendwo hochzukommen, wie nachher wieder runter. Du bist eine Katze. Ich bin eine Katze, richtig. Nur, dass ich, wenn ich hier runterfalle, falle ich nicht auf mein Bein. So, deswegen versuche ich an solchen Stellen wirklich immer gut zu überlegen und auch mal auszuprobieren kurz und wirklich bei jedem Schritt irgendwie auch so, komme ich dann nachher auch wieder runter. Weil wenn ich das erst im Nachhinein überlege, ist es unpraktisch, weil ich einfach viel besser hoch wie runter komme. So. Aber ich habe mich mit Domi beratschlagt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir da wieder runterkommen. Also, let's go. Dein Wort in Gottes Ohr. Ihr seht, eins dieser Schlüsselstellen ist jetzt da, wo sie in Kürze davor steht, weil wir da wirklich hohe Tritte haben und es sehr eng ist. Dadurch haben wir das Problem, Sichtfeld, sehr schmale, kantige, runde Tritte, die natürlich das Ganze sehr erschweren. Und wir sind einfach auch keine Bergsteiger, deswegen müssen wir uns sowas gründlich überlegen. Da habe ich so dezente Reichweite-Probleme, ne? Ja, aber bitte mach langsam, gell? Das ist immer wichtig. Im Zweifelsfall. Mein Bein ist zu kurz, Schatz. Im Zweifelsfall einen Schritt zurück. Ja, da ist nur leider kein Tritt mehr. Oh. Weil mein rechtes Bein ist hier. Und mein linkes Bein muss hier hoch. Mein linkes Bein ist aber zu kurz. Okay, ich werde mal nach oben klettern. Ich mache das langsam, ich mache das geordnet. Ich schaue mir auch jede Stelle gründlich an. Aber ich möchte mir so einen kleinen Überblick verschaffen. Ich versuche einfach bei der ewig langen Affenarme zum Einsatz zu bringen. Die helfen mir da wahrscheinlich manchmal, schon. Manchmal ist es echt ein Vorteil, wenn man so dünn ist und wenn man so ganz, ganz groß und dünn und lang ist und so ultra lange Beine hat, ultra lange Arme hat. Da kommen schon einfach viel mehr Antritte und Zeug hin. Und deswegen versuche ich das mal umzusetzen. Jawohl. Seid bei mir. Ich warte hier auf dich, mein Schatz. Ja. Und ich schaue mir dann an, was du dann so für Fotos gemacht hast da oben. Na, bis da war ich ja auch. Ja. Ich dachte, Domi hat einfach viel. Ja, um Gottes Willen, da wird mein Haxen niemals hinreichen. Domilein hat einfach viel bessere Voraussetzungen. Aber das macht er voll gut. Macht er voll gut. Da oben ist ja dieses Fenster. Also, das heißt, Zinkenfenster ist es ja so ein bisschen bekannt. Und man so durchklettert dann. Zum Glück ist das Loch da oben deutlich größer wie das auf der Seite, wo wir gerade. Ja, das ist definitiv ein größeres Loch als rüber zum Sorgschrofen. Hier ist gerade Viech ins Ohr geflogen. Das sind Mods. Ja, das ist gerade so Paarungszeit oder Schlüpfzeit. Ich weiß gar nicht, hier sind voll die Viecher überall. Das war, wo wir im Sorgschrofen waren, aber auch schon. Und das Loch, das Domi schon gesagt hat, das zeige ich dir nachher mal. So. Ich werde jetzt hier mich gemütlich hinschillen und auf Domi warten. Deswegen schalte ich mal zu ihm rüber, was bei ihm oben so passiert. Hier bin ich gerade hochgekommen, da habt ihr mich gerade noch gesehen. Hier geht jetzt hier die Seilschaffung. Nur als kleiner Ausblick, hier geht es ein bisschen runter. Sollte mal ein bisschen vorsichtig sein. Und dann kommen wir hier weiter hoch zu uns. Hier am Seil entlang. Und da ist man dann oben. Man merkt, es wird flacher und breiter, das hilft dann enorm. Yeah.
erst ans Kreuz. Oben am Kreuz angekommen. Ihr seht es im Hintergrund. So. Ansonsten hat man natürlich schon einen schönen Ausblick da. Ich versuche es euch mal einmal im Kreis mitzudrehen. Ha, einfach mal für den allgemeinen Effekt. Ich keuche ein bisschen, es ist gar anstrengender, als man glaubt. Für euch noch, damit ihr es vielleicht sehen könnt. Das ist ja so eine Doppelspitze. Und hinter mir, das seht ihr vielleicht, da ist das zweite Kreuz. Das ist der vom Sorgschrofen. Das sind sowieso, ich weiß nicht, ob das so eine Zwillingsgipfel sind. Das sind auf jeden Fall beieinander gebaut. Hier ist der Weg entlang. Geht man langsam runter. Einmal quer rein. Und dann kommt so hier die Engstelle durch. Und dann unten drunter ist dann Schatzlein. Gott, ich möchte unbedingt wieder zu ihr. Da kommen wir wieder zurück. Bin gespannt, was er mir gleich erzählt. Denn ihr habt es ja dann schon gesehen an dieser Stelle. Machst das prima, Schatz. Du kannst mich ein bisschen unterstützen in verbaler Form oder so. Wuhu! Cheer! Wup, wup! Yay! Hier hat es ja eh brutal viele Viecher. Leider mal eher so die nervigen. Aber auch so ein paar niedliche, zum Beispiel Schmetterlinge, die einfach die Salze vom Schweiß nutzen. Da sieht man das eindeutig. Der lässt sich das jetzt gerade hier schön schmecken. Naja, Delikatesse, ne? Hier hat es echt fucking viele Viecher. Es ist nicht besonders bequem hier. Deshalb haben wir uns dazu ganz klar entschlossen, dass wir etwas absteigen, etwas zurückgehen, wo wir schon gesehen haben, dass es ein bisschen ruhiger ist. Und dort werden wir dann unsere wohlverdiente Pause machen, was snacken, was trinken und uns dann einfach für den weiteren Abstieg fit machen und erholen. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon ein bisschen drauf. So, jetzt muss ich aber hier erstmal wieder runterkommen. Ja, genau. Von da oben kommt man runter vom Zinken. Tju, hier ist die Kreuzung. Und hier kann man auch rüber zum Sorgschrofen. Das ist aber mit der Schwierigkeit verbunden. Übrigens kann man die Stelle auch umgehen untenrum. Die ist aber viel, viel cooler. Die ist aber sau schmal. Also mit Rucksack passt man da gar nicht durch, außer du bist wirklich so ein Zahnstocher. Und Domi ist ja wirklich, wirklich nicht dick oder so. Aber schau dir mal, wie schmal das für ihn schon ist. Also ich habe es auch schon mal ausprobiert. Seitlich geht's, aber viel Platz habe ich dann nicht mehr. Das ist so krass. Es hat so richtiges Höhlenspalten-Feeling da. Wahnsinn. Hey, unglaublich. Würdet ihr das machen? Alter. Das ist voll schmal, gell? Ja, das ist, also klaustrophobisch darf es da nicht sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet oder nicht. Der Rückweg ist der gleiche wie der Hinweg. Erstaunlich finde ich ja doch immer wieder, wie Frauchen hier trotz Umstände da immer läuft. Sie hat, ihr hat es ja vorhin kurz erwähnt, meine ich, dass sie da so wie so eine komische Blase gelaufen hat durch unseren Tag gestern. Und jetzt beim Bergab, ihr kennt es, mal Füße gehen nach vorne, mal richtig schön in die Zehen vorne rein und dadurch merkt man das umso mehr und trotzdem läuft sie hier voran, hier oder kraxelt voran, ist das schon eher hier, was da gemacht wird. Und ich muss mir das heute Abend, wenn wir zu Hause sind, auch mal anschauen, weil ich glaube nicht, dass die Tour ihr dem Zeh so gut getan hat oder dieser Blase. Mein Fuß tut wirklich weh. Also gerade im runden Fuß, weil das ist ja wirklich mit das, wo der Fuß ist, ist ja so ein Teil vorne dran, so bam, so schön an dem Ballen. Also wenn du jetzt da drauf darfst auf den Stein oder wenn du runterrutschst, so richtig. Autsch. Ja, ich muss sagen, ist ein bisschen ungeil. Leute, Leute, Leute.
Tommy hat Hunger, Tommy hat Durst, Tommy ist ein bisschen müde. Es gibt ich nur eine. Auch Durst. Ja, bei Frauen muss man manchmal ein bisschen Abstriche machen, ihr wisst ja. Aber deswegen haben wir jetzt ein schönes Fleckchen uns ausgesucht. Oh, das sieht doch nett aus, Schatz. Ja. Ja, das ist ein bisschen. So mitten in den Kackhäufen. Vielleicht aber auch nicht. Komm mit, ich habe bessere Idee. Das ist das herrlich. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich habe mich in eine Distel gesetzt. Das fühlt sich zumindest so an. Aber Pausen ist schön. Setz sie links neben mich, da ist voll das so. Hier, bitteschön. Danke, ja. Kannst richtig schön ins Land gucken. Ah, oh, und es ist halt kurz vorm Grat. Und wenn man sich nicht gerade in den Distel reinsetzt, übrigens war das keine Distel, das war einfach nur irgendwas, was Stacheln hat, dann ist es ein wunderschöner Pauseplatz. Ich werde mich nie wieder heben, sobald ich sitze, aber oh mein Gott, freue ich mich. Haben wir uns verdient. Mega heilige Maultaschen. Boah, ich bin mal so frei. Oh mein Gott, boah, Maultaschen bei der Aussicht. Oh Gott, riecht schon so lecker. Und weil es heute so super warm ist, sind die so richtig, richtig weich und warm geworden im Rucksack jetzt, weil die Sonne die ganze Zeit drauf gescheint hat. Das ist irgendwie, das macht die total lecker, also noch viel besser irgendwie. Der restliche Runderweg ist derselbe, deswegen ciao. Und hier sind ganz viele Videos von anderen Touren, wo wir sogar hochgekommen sind zum Gipfel. Halt da, hör auf mit dem Mist. Und hier, ja, da sind noch andere Sachen.